Oh, ich glaube, jetzt habe ich aber. Ach nee, doch nicht. So, bis hiervon. So, genau jetzt könnte ich eigentlich Dingens gebrauchen, könnte ich jetzt eigentlich Diamanten gebrauchen, um das schöne Zeug hier abzubauen. Aber das will ja nicht. So, den, ach komm, den lassen wir mal stehen. Blödes Viech. Ach, guck mal. So, ich glaube, mir dünkelt, ich nehme eigentlich schon viel länger auf, als für mich gut ist. Ich guck mal kurz, einen Moment. Ah, ist eine Stunde, nehme ich schon auf. Ach Gott, so lange wollte ich überhaupt nicht aufnehmen. Dann muss ich gleich mal ein Aufnahmepäuschen machen. Beziehungsweise keine Aufnahmepause, sondern ein... Unterbreche ich die Aufnahme einfach, beziehungsweise, nee, ich unterbreche sie nicht, ich beende sie einfach. Ich sag irgendwie immer das Falsche. Naja. Aber ein bisschen bagger ich hier, glaube ich, noch rum. Das macht jetzt gerade mal relativ viel Spaß hier eigentlich. Und ich glaube, hier wird es sich, glaube ich, theoretisch sogar lohnen, wenn man das hier gerade mal wegmacht, die Lava. Das war mir eigentlich... Das war relativ klar. Genau, dass das hier auch noch passiert. Naja. Egal. Die muss ja nicht unbedingt weggemacht werden. Setzen wir noch mal ein bisschen was hin. Na, jetzt. Spül mich nicht weg. Sehe ich doch was. Kann ich das denn hier wegmachen? Oh! Au! Aua, oben. So. Weißt du was? Das war jetzt doof. Flupp. Nee. Ja, geht doch. So, den stecken wir mal lieber ein. Nicht, dass er hier noch aus Versehen ausgeleert wird, wenn ich hier irgendwo stehe. So, die macht sich jetzt langsam von dann. Und aua, gibt die das Eisen frei. So, aber mehr ist hier leider auch nicht. Schade. Keine Diamanten. Dabei sollte man das ja eigentlich in dieser Tiefe eigentlich erwarten, in einer Schlucht. Bisher enttäuscht mich diese Schlucht etwas. Zumindest was Diamanten angeht. Naja. So, aber da bin ich jetzt zumindest mal froh. Dann habe ich jetzt wieder ein paar... Erstmal wieder ein paar Minecraft-Aufnahmen, beziehungsweise ein paar Minecraft-Folgen. Und... Ach, oh, oh Gott. Ah, jetzt wollte ich gerade mal meinen Arm ausstrecken. Einen Moment. Oh, oh. Ach ja, schön. Ich sitze hier so... sitze hier relativ geknickt. Beziehungsweise, nee, ich sitze nicht geknickt, aber... Ich muss hier die ganze Zeit meine Arme knicken, weil... Ich muss die ganze Zeit meine Arme knicken, weil ich muss ja relativ nah mit dem Mund am Mikrofon sitzen. Und die Tastatur und die Maus liegen ja direkt hinter dem Mikrofon. Beziehungsweise die Maus liegt bei mir links vom Mikrofon. Aber beide Arme sind ziemlich stark angewinkelt und deshalb wird das Blut da abgeschnitten und das ist dann nach einer Weile unangenehm. Deshalb ist es mal gar nicht schlecht, die Arme zu strecken.
blöde Fledermaus. So, was gibt's denn hier oben? Großes Durcheinander gibt's hier. Ganz viele Verzweigungen. Ich glaube, ich sortiere mich nur ein bisschen hier. Das ist ja hier auch wieder ganz großes Durcheinander. So, das sieht schon besser aus. Jo. Okay, da hinten geht's ganz schön weiter. Flupp. Hey, wo geht's denn hier hin? Geht's ja überall weiter. Das kann man hier überhaupt nicht mehr auskunden. Nee, erkunden meine ich. Ich glaube, ich bagger mal gleich nach oben, einfach mal zu gucken, wo ich bin. Dann kann ich dann oben an der Oberfläche immer an diese Stelle zurückkehren und einfach wieder nach unten graben. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Blöde Fledermaus. Schreckt mich schon wieder. Oh, wo geht's denn hier wieder zur Schlucht zurück? Oh ja. Bisschen Sand mitnehmen, beziehungsweise Erde. Ist ein bisschen was anderes. So. Ich glaube, hier leuchte ich aber gerade nochmal aus. Bisschen hier und da, bisschen da und hier. Naja. Komm, das nehme ich gerade noch mit. So. Ach Gott, da oben geht's auch noch weiter. Na, du blödes Stück. So. Kommt davon, wenn man hier rumfliegt. So. Wo bagger ich mich denn hoch? Mach ich mal hier, glaube ich. So, einfach nach oben. Und zack und zack und zack und zack und zack. Fackeln wären eigentlich auch ganz angebracht. Es wäre angebracht, auch schon oben. Es wäre angebracht, wenn sie angebracht wären. Oh, so. Na. So, jetzt geht's durch die Dunkelheit. Oder weißt du was? Lup, so. Es ist zwar gleich wieder dunkel, aber wenn ich mich dann hier runterbaggere, dann habe ich wenigstens wieder ein bisschen was Helles. Ach, guck mal da. Direkt vor die Nase geliefert. So. Kann ich hier noch eine reinsetzen gleich? Erde? Sind wir schon da? Vielleicht aber auch nicht. Ah ja, doch. So, sind wir da. Und wir... Oh, sind ja ganz in der Nähe. Ui. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Ich hätte gedacht, wir sind jetzt viel weiter weg von unserem Haus. Wir sind ja da in der Höhle hinter unserem Haus eingestiegen. Ui. Lade, lade, Wäldchen. Ja. Guck mal, was ich gleich mit euch machen kann.
So, jetzt habt ihr Schafe wenigstens auch wieder eine Daseinsberechtigung. Na? So. Das missfällt mir jetzt da hinten etwas. Aber naja. So, jetzt mal ganz schnell unseren Krempel hier abgeliefert. Beziehungsweise in den Ofen gesteckt. Zack, zack, schnell, schnell. So, Redstone kann da rein, ein bisschen Kohle. So. Ein bisschen Lazuli auch noch. So, ein Lava-Eimer. Den können wir auch noch gleich dazu schmeißen. Ah, ja, stimmt. Ich habe jetzt unten... Ah, das ist gut, ja. Nicht schlecht ist das. So, warte mal, das hinsetzen. Jetzt habe ich auch gleich eine Idee, was wir in den nächsten Folgen machen. Alter. Blödes Ding hat mich schon wieder erschreckt. Wo ist denn? Ach, ich bin ja doof. Das war hier. So. Dann habe ich auch gleich schon eine Idee, was wir in den nächsten Folgen machen können. Es wird zwar etwas langwierig sein, aber... Naja. Dieser Kugelfisch. So. Gut. Naja. Gut. Die meisten Schafe da unten haben wir schon wieder ihr Fell. Ist ja krass. Jo. Unsere Kartoffel ist... Ich glaube, die ist aber noch nicht vollständig gewachsen. Naja. Gut. So, dann war es das jetzt erstmal für diesen Teil wieder. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gespielt habe. Auf jeden Fall über eine Stunde. Da habe ich jetzt auch wieder ein paar Folgen. Das ist jetzt mal wieder gut. Denn dann muss ich jetzt auch erstmal wieder keine produzieren. Da habe ich erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Beziehungsweise dann kann ich erstmal wieder ein bisschen was anderes machen. Mich auf andere Sachen konzentrieren. Was ich ja eigentlich auch schon so mache. Naja. Also tut mir leid, dass jetzt die Folgen hier zu lange gebraucht haben, bis sie jetzt wieder rauskam. Aber wie gesagt, mir geht halt mein Real Life vor meinem YouTube-Live sozusagen. Also Real Life vor Videos. Ist zwar für euch vielleicht nicht ganz so angenehm, aber naja, ist halt so. Ich glaube, ihr würdet auch euch auch für eher fürs Real Life entscheiden, anstatt dass ihr durch Videos eure Noten versaut oder so. Naja. So, wie gesagt, dann war es das jetzt erstmal für diesen Teil, beziehungsweise für diese Aufnahme. Dann bedanke ich mich jetzt nochmal herzlich fürs Zuschauen. Und ja, Sonne geht schon wieder unter. Dann sage ich, Gude, bis zum nächsten Teil.